Alle wollen jetzt wissen, was wird morgen passieren bei Pookie? Ich denke mal, auch jeder hat auch den Community-Post von ihm gesehen. Montag mit dem großen A, 15.15 Uhr. Alles gut? Wird morgen Pookie wieder zurückkehren und seine Videos alle veröffentlichen? Wir werden es in diesem Video mal anschauen und uns die Hinweise nochmal anschauen. Let's go! Also, es ist eigentlich seit dem letzten Video jetzt nicht so viel passiert, obwohl eigentlich das Video hier rauskam, ne? Es gibt Ich glaube, alle haben es jetzt gesehen. Ich brauche das jetzt mir noch nicht mal anschauen. Klassische Reaktion, wenn man irgendwo gefangen ist. Erstmal gucken, was der YouTube-Channel macht. Natürlich. Also natürlich, irgendwas muss da falsch sein. Also Pookie wurde jetzt nicht gefangen oder so, weil der Kameramann kann ja nicht unsichtbar sein. So, das geht ja nicht. Wenn man jetzt auf Marvin Vlogged guckt, er hat ja auch ein Video veröffentlicht. Genauso ähnlich meine ich das, wie Pookie ist. Das von Marvin habe ich mir nicht komplett angeschaut. Was ist mit Marvin Vlogged passiert? Ich meine sogar, Marvin Vlogs Video hieß davor, warum, aber ich bin mir jetzt nicht mehr komplett sicher. Hat er irgendwas gepostet? Er hat sogar geschrieben, das habe ich noch gar nicht gesehen. Montag 14.14 Uhr. Das habe ich wirklich noch gar nicht gesehen vor der Aufnahme. Das heißt ja, dass Marvin, woher kommt denn jetzt 14.14 Uhr? Ja gut, 14.14 Uhr, das kann ja auch 13.13 sein, 12.12 Uhr. Aber viele denken sogar, es ist wirklich eine Merch-Ankündigung. Und dann ist es wieder ein neuer Merch, mit dem Spooky Geld macht. So Geld. Also meine Meinung ist es, dass es wirklich kein. Also wenn sie wirklich das mit Merch promoten, dann das wäre nicht cool, aber ich glaube das auch nicht. Also das wäre dann schon nicht so der beste Move, weil ich glaube, dann würden sie viele Zuschauer vielleicht auch verlieren oder vielleicht würden sie es auch gar nicht kaufen. Ich bin echt gespannt, wird mit diesem Community Post, also morgen mit diesem Video, also auch bei Marvin Vlog, mit diesen Videos die Kanäle wieder zurückkommen? Ich meine, jetzt meine Meinung, jetzt kommt meine Meinung. Ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung da hinschreiben. Also, sie haben uns ja schon ziemlich sehr darauf hingezogen. Jetzt kommt morgen kommt was, ein Video kommt. Ich meine, jetzt kommt morgen, also morgen muss was kommen. Morgen muss der Kanal wieder kommen, morgen muss eine Aufklärung kommen. Ansonsten, es werden halt immer weniger, die Kurve. Guck mal, das YouTube-Video von Marvin, das Pookie, das Video von Pookie ist einfach Trends 1. Also es war vorhin Trends 1. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Es ist immer noch Trends Nummer 1, das Video. Guck mal, das ist hier extra so größer, ne? Das ist mit Pookie passiert. Trends Nummer 1. Wenn sie jetzt die Chance nicht nutzen, dann ist der Zug abgefahren. Dann können sie es nicht mehr retten. Weil jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sage ich euch, wie es ist. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, wo sie dann was ankündigen können. Deswegen ist meine Vermutung jetzt, wo Pookie jetzt meines Erachtens den Peak erreicht hat. Also mehr geht nicht. Alle wissen, dass, also alle, die mit Brawl Stars so verbunden sind, ne? Clash Games hat ein Video gemacht, Lukas Brawl Stars hat einen Livestream gemacht, die Clash Games hat sogar 3 Videos gemacht, obwohl er wirklich am Anfang, glaube ich, mal eigentlich gesagt hat, er macht keine Videos mal rüber, aber er hat 3 Videos gemacht. Alle YouTuber, ich habe 5-6 Videos darüber gemacht. Wenn er morgen das nicht macht, dann ist meines Erachtens der Zug abgefahren. Deswegen glaube ich, morgen kommt der Pookie-Kanal zurück. Weil er wurde ja auch im Video abgeholt. Also er braucht ja ein Taxi. Keine Ahnung, was da mit der Geschichte komplett los war. Aber es muss morgen zurückkommen. Und bei Marvin Vlog genauso. Mich wundert, dass das Video von Marvin Vlog früher kommt sogar. Ich bin mal echt gespannt. Also, meine zusammengefasst dieses Video. Morgen wird das Comeback von Pookie kommen und die Aufklärung roundabout alles. Vielleicht nicht komplett die Aufklärung, aber der Kanal. Morgen muss was Großes passieren und es kommt nicht nur ein Video. Leute, schreibt auch Meinungen in die Kommentare und das war's auch schon mit dem Video. Haut rein, lasst gerne Like und Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns, bis morgen wieder. Haut rein, ciao, ciao.